So, hallo und herzlich willkommen zurück bei einer kleinen Runde Ark. Ja, heute wollte ich mal was Neues bauen, denn wir haben ja auch mittlerweile auf unserem Server ein kleines, also zwei kleine Mods eingebaut. Einmal das Stargate Mod und einmal Pimp My Dino Mod. Und wir konnten jetzt eigentlich den Schrank bauen für die Dino Mods. Und zwar, wo haben wir den? Wo haben wir den? Hallo? Wo ist der Schrank? Hier. Das ist der Pimp My Dino Mod Bauschrank oder Baukasten, was auch immer. Brauchen wir 100 Holz, 250 Metall und Tierhaut, 100. Ich habe noch nicht ganz alles zusammen. Ich brauche noch ein bisschen Metall. Das heißt, wir müssen erstmal noch Metall farmen gehen. Meine Frau ist auch vorhanden, wollte ich eigentlich auch noch gesagt haben. Die ist hier zwar nicht im Spiel, aber auch im Test. Also falls sie mal anfängt zu niesen, könnt ihr ja mal ihr wünschen Gesundheit und so. Auf jeden Fall, ja, wollen wir mal ein bisschen Metall ernten. Wie gesagt, wir sind hier auf der Center Map, auf der fliegenden Insel. Haben wir uns mittlerweile unsere Basis gebaut, meine Frau und ich. Und jetzt brauche ich erstmal wieder fleißig Metall. Gehen wir natürlich gleich mal ein bisschen Metall ernten. Das ist der Vorteil an der Insel hier oben, denn wir haben gleich hinter unseren Hütte gleich mal richtig viel Metall zur Verfügung. So, dementsprechend können wir natürlich dann auch schon mal farmen gehen. Kristall, wie ihr seht, haben wir hier auch schon zu Genüge. Also ich muss sagen, die Insel, die fliegende, die hat's, ist ganz cool, aber wie gesagt, ist auch sehr gefährlich. Trotzdem allen werden wir hier dort zum Überleben. Denn wir haben ja einen riesen Flugsaurier getamt. Ja, der steht da oben. Mit dem konnten wir unsere großen T-Rex oder Spinos hier hochbringen, um dann die als Verteidigung hinzustellen. So, bin ich wieder hier erschöpft. Ich habe einfach nicht genug Ausdauer. Ein bisschen Ausdauerrecken hier. Angstschiss hinlegen. Bin ich da? Wieso? Nicht, gar nicht da. Weggerollt. Vor lauter Angst. Der Schiss, natürlich. So, auf jeden Fall brauchen wir jetzt noch ein bisschen Metall. Ich glaube, es waren insgesamt 350 Metall, was wir brauchen. 300 hatte ich oder 340 rum hatte ich schon mal. Aber es hat halt nicht ganz gereicht. Dann brauchen wir natürlich noch richtig viel Metall für die Skins. Ich glaube, da sind es auch dann auch nochmal so 1000, 2000 Metall pro Skin, wenn wir das Metall-Skin haben möchten. Dann gibt es natürlich noch einen Leder-Skin und noch einen anderen Skin. Hier noch was, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall gibt es ziemlich viele Skins. So, den kann man auch gleich mal abholzen hier. Wir brauchen ein bisschen mehr Stroh. Stroh ist wichtig, das haben wir kaum. Und wenn wir schon da sind, können wir es dann mitnehmen. So, hier seht ihr, drüben ist auch noch, aber da müsst ihr jetzt rüberfliegen, habe ich jetzt keine Lust zu. Deswegen machen wir erstmal alles weg, was hier hinten vorhanden ist. Oh, was ist hier? So ein normaler Stein. Aber wie gesagt, mir gefällt das Stücken Insel hier oben ganz gut. Zwar nicht ganz ungefährlich, aber scheiß drauf. Oh, da hinten ist schon wieder ein Fight am Start. Da hinten wird schon da fleißig gefightet. Wer fightet denn hier? Ach, der T-Rex. Der Rex hat mal wieder rumgekämpft da. So, haben wir jetzt alles. Ja, hier ist alles weg. Müssen wir natürlich wieder warten, bis alles wieder da ist. Das dauert wieder natürlich seine Zeit. Aber genug Metall haben wir, glaube ich, jetzt. Jetzt haben wir 113 Metall, das reicht locker. Und dann werfen wir gleich mal den nächsten Ofen an. Da schmeißen wir die rein. Hoppala. Und da schmeißen wir das rein. Brauchen wir noch ein bisschen Holz. Holz, wie gesagt, haben wir zu Genüge.
Dadurch, dass ja eine Etage tiefer die ganzen Biberbauten sind. Da müssen wir uns auf jeden Fall keine Sorgen mehr machen. So. Das Metall müsste reichen, um den, wo ist denn der überhaupt herzustellen? Ist der jetzt hier herzustellen? Ja. So, das heißt, wir müssen den ganzen Gelumpe hier ins Inventar hauen. So, jetzt haben wir natürlich gerade noch so viel Gepäck, dass wir gerade uns noch bewegen können. Was brauche ich da noch? Wir brauchen noch Holz 100 und Tierhaut 100. So, mal gucken. Tierhaut, Tierhaut, Tierhaut. Holz ist hier. Wenn ich das jetzt nehme, bin ich wahrscheinlich total überlastet. Wo ist das Tier? Wo ist die Tierhaut? Da muss es sein. Genau, 100 Stück davon. Und Gott, das bin ich jetzt langsam. 100 davon. Und dann stellen wir das Ding mal her. Gute Ding. Dementsprechend gibt es aber auch neue Möbel mit dem Skin. Also mit dem Skin, mit dem Mod gibt es neue Möbel, die richtig cool ausschauen. Die werde ich natürlich definitiv oben hinstellen. Als Einrichtung. Oh, da ist die ganze. So, so sieht das Ding aus. Es ist natürlich ein bisschen dunkel hier. Kann man noch ein bisschen Licht machen? Nein, kann man nicht. Na gut, okay, dann lassen wir es erstmal. So, wir brauchen Kristall für den Blödsinn. So, was brauchen wir überhaupt? So, den T-Rex-Sattel haben wir geholt. Oh, 700 Metall für den T-Rex-Sattel. Ne, für den Spinner-Sattel. 700 Metallbarren für den für den Rex-Sattel. 600 Haut, 400 Fasern, 45 Zement und 800 Holz. Alles gar nicht so wild, das geht eigentlich. Ich dachte, das wäre wesentlich mehr. Leider habe ich das ganze Metall noch nicht. Ja, das sind 700 Metall, das sind ungefähr 1400 Erze. Da brauche ich noch eine Weile. Bin erstmal froh, dass ich ein bisschen Metall habe. So. Habe ich jetzt da was Falsches angeschlossen? Ja, den Scheiß. Halt, da können wir auch gleich mal noch, wenn wir schon dabei sind, die Rüstung reparieren. Die ist ja auch schon ziemlich Schrott. Reparieren. Oh, kann ich gar nicht mehr reparieren, warum? Doch, reparieren. Oh, Metallbahn fehlt. Nein! Hier haben wir noch Metall und da brauchen wir auch noch das Metall. So, schmeißen wir die ganze Lumpe dann rein. Wieso kann ich das nicht reparieren? Hey, wann kann man denn nicht mehrere hintereinander reparieren? Was ist denn das für ein Scheiß? So. Halt, Füße ist da, Bein ist da, Kopf ist da, Brustplatte noch. Und da haben wir nochmal zwei. So, müsste das für die Brustplatte auch reichen. Die Brustplatte. Jetzt können wir rausnehmen hier, den Scheiß auch. So. Was dann wieder completed? Wie gesagt, hier kommt der Schmelzofen rein, allerdings brauche ich da noch wesentlich mehr Metall als für die Power-Rüstung für meinen Dino. Oder besser gesagt, der Power-Skin. Sobald ich das natürlich habe, das Material, werde ich das euch natürlich auch zeigen, wie das ausschaut. So, achso, ich wollte ja hier mal gucken, ob man das, die Möbel jetzt hier herstellen kann. Oder ob man die irgendwo anders herstellen muss. So, auf jeden Fall ist es so, wenn ihr den Skins oder die Mods drin habt, da müsst ihr ganz nach unten scrollen und dann könnt ihr hier alles bauen. Genauso wie die das Stargate und so weiter. Also das hat natürlich sehr viele Vorteile, sag ich mal. So, das müsste alles eigentlich hier in der Werkbank drin sein, die ganzen Möbel. So. Man braucht natürlich auch richtig viel Metall. Stroh, Tierhaut. Ach du Geist. Also das sieht schon cool aus. Kann man schon nichts sagen. Dementsprechend werden wir mal jetzt ein Sofa herstellen. Wenn wir denn, ach, das Metall haben wir noch lange nicht zusammen. Was brauchen wir denn für das Sofa? Für das Sofa brauchen wir... Oh, 15 Metall, das geht eigentlich.
Was ist das hier? Ein Barhocker oder was? Ein Stuhl und das ist der Tisch. Okay. Gut, dann warten wir erstmal noch, bis die ganze Erze zusammengeschmolzen sind. Dann können wir auch schon loslegen. So, hier haben wir nichts, was wir brauchen können. Außer Material. Pilze und so weiter, das können wir da drüben speisen. So, die Pike noch reparieren. So, ja, wie ihr mir schon mitgekriegt, bin ich auch schon wieder erkältet. Ja. Erkältung pur hier. So, was sind hier? Warum kann ich denn hier das Ding hier nicht herstellen? Was ist denn das? Achso, ist schon fertig. So, das muss natürlich da rein. Zack. Bleibt der Kühlschrank jetzt noch kühl für die nächsten Zeiten. So. Was machen wir jetzt? Jetzt wollte ich eigentlich... Ja, das ist das hier. Eigentlich wollte ich jetzt noch eine Rüstung herstellen, aber wie ihr sie gesehen habt, ist es ziemlich Materialverschleiß. Also brauchen wir natürlich wieder Metall und Metall ist natürlich wieder überall verzählt, nicht da wo ich gerade rumrenne. So, mal da hoch da, die Buchte. Sehen tue ich auch nicht wirklich viel hier gerade, so dunkel, wie es hier ist. Hier ist ein Känguru. Mal wieder. Gehen wir mal. Was können wir denn jetzt machen? So, was können wir denn machen? Was können wir denn machen? Fällt gerade nicht ein, was wir noch machen können. Außer farmen die Doofen. Mal schauen, ob wir hier ein paar Biberbauten sind. Um wieder ein bisschen Holz zu schmarotzen. In dem dunklen Loch hier unten sieht man das schlecht. Hier ist auf jeden Fall ein Biberbau. Hier wohl was. Den mal hier eine Laterne mitnehmen sollen. Ich sehe hier nämlich gar nichts. Ach hier, ja gleich da. So, alles nehmen. Was ist jetzt los? Warum läuft der nicht? Au, 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 au. So, bisschen Holz geklaut von den Bibern. Können wir gleich wieder weitermachen. So, dann drücken wir mal kurz die F-Taste, schmeißen ganze Scheiße rein. 20 Perlen natürlich, hier Zement brauchen wir jetzt auch. Unmengen. Und zack, rennen da mit dem Zeug. Wo sind die Biber? Kommen die schon hinterher? Ich würde gerne nämlich noch das andere plündern. Denn kommen sie auch schon. Dementsprechend müssen wir uns mal auf die andere Seite stellen. Damit sie uns auch angreifen. Ah, da kommt ja schon die ganze Horde. Oh Gott, wie viele sind denn das? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Och du Scheiße, wie viele Biber sind denn das? Der ganze Armada an Bibern. So, schnell wieder da runter. Ein anderer Biberstamm noch klauen. Wenn ich jetzt wüsste, wo das ist, da. So, alles nehmen. So, eigentlich haben wir jetzt wieder genug Holz. Das haben wir wieder mehr als 1000 in der Tasche. Unmengen an Perlen sind immer wieder drin. Finde ich immer cool. Muss ich schon noch nicht mehr tauchen gehen. Und Zement ohne Ende. So, lassen wir die Biber erstmal wieder weiter fleißig da unten in Ruhe. Sonst fangen sie uns gleich noch an, so aufzuknabbern. Und wir gehen jetzt erstmal taktisch schlecht landen. So. Wir müssen das Zeug wieder mitnehmen hier. Oh. Zuck, halt, da runter.
Ah, damit meine Frau wieder hier schön fleißig Holz stibitzen kann, was ich immer hier vorernten schon. Das sind so 10, 20.000 Stück. Ja, ja. Man kann es auch übertreiben. Ne? Na, wenn ich morgen wieder online komme, ist das Holz eh wieder weg. So. Aber so ist es halt. Man ist halt entweder der Jäger oder der Sammler. Meine Frau ist der Sammler und ich bin der Jäger. So. Ich muss immer das Holz jagen, ja, und die sammelt die ganze Scheiße da ein. So. Zement. Brauchen wir Zement? Zement haben wir, glaube ich, hier drüber. Ach, Zement haben wir auch zu Genüge. Das reicht auch für die nächsten Jahrtausende. Noch ein bisschen Pflanzen drin schieben wir. Und die Perlen schmeißen wir wieder da rein. Mal brauchen wir ja Elektrik. Dauer Elektrik brauchen, kommt da in die Buchte. So, den Generator wollte ich eigentlich mal irgendwo hinstellen. Wo stelle ich denn den hin? Denn wir brauchen ja irgendwann mal Kühlschränke und so ein Gelumpe. Das heißt, Kühlschränke würde ich dann eigentlich gerne hier hinstellen wollen. Das heißt, den Generator am besten hier irgendwo hin. Und dann die Lampen dazu. Das heißt, ich brauche erstmal noch eine Plattform mit vier Wänden und dem Dach drauf. So, machen wir es erstmal so. Stroh haben wir hoffentlich noch, genau. Fasern auch. So, dann gucken wir mal, ob wir das Ding in einen Raum reinschmeißen können, ohne dass es viel Krach macht. Holzfundament. So, dann gehen wir mal raus und gucken uns die Lage mal an. So, also wir wollen ungefähr hier den Generator hin haben, damit wir hier den Kühlschrank hinstellen können und eventuell sogar noch die Klimaanlage, damit der schön der Raum auch klimatisiert wird. So, dann gucken wir mal, wie das hier mit dem Generator ausschaut. Wie groß ist der? Natürlich jetzt doof. Deswegen natürlich. Der ist eigentlich gar nicht so groß. Da könnten wir direkt oben drauf basteln. So, das heißt, ihr müsst auf jeden Fall gucken, dass das Ding noch gedreht wird, dass man das so dasteht. Genau. Okay, gut. Das passt ja schon mal. Dann bauen wir kurz mal die vier Wände hin und die Türe. Dazu noch am besten eine schräge, eine Rampe herstellen. Dann, wo ist die Holzwand? Holzwand, 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 Holzwand. Wo ist sie denn? Da. 1, 2, 3 und ein Dach. Wo ist das Dach? Halt, wir brauchen noch die Türe. Müssen wir neu erstellen. Ich will gerne eine verstärkte Tür haben. Wo ist das denn jetzt wieder? So, Holzdecke, nicht vergessen. Ne, halt, nein, nein, nein. Oh, zu spät. Holzdach brauche ich nicht, Holzdecke. Was sind eigentlich die Unterschiede zwischen Holzdecke und Holzdach? Hm. Ja, wenn ihr es wisst, könnt ihr mir gerne mal eine Antwort geben. Ich weiß es nicht. Ich sehe auch keinen Unterschied. Außer, dass es halt oben hingebaut wird. So, verstärkte. Da brauchen wir Stein. Stein brauchen wir. Stein. Für die verstärkte Tür. Stein war hier. Nein, falsch. Hier. Zack. Und dann, wo ist die Türe? Türe, 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 Türe. Da. Herstellen. So. Gut. Da das Ding nachher quer hinkommt, würde ich sagen, wir bauen hier die Schräge hin. So. Dann, hoppala, dann natürlich da die Türe und die Wände. So. 7. Hier das. Was habe ich? Zu viel Wände gebaut, ich war ein Ochse. Naja, ist nicht schlimm.
So, hier. Obwohl, eigentlich könnten wir das Ding noch ein bisschen höher bauen. Naja, ein bisschen arg klein für so eine Hütte, sag ich mal. Nee, dann bauen wir hier noch eine Hütte hin. So, dann brauchen wir natürlich noch ein paar Holzwände. Wo haben wir die jetzt wieder? Holzwände. 1, 2, 3 Stück. Ja, zack. Das andere können wir schon reinziehen, die Holzdecke. So. Da kommt eins hin. Und da. Hoppala. Nein, komm her. So, dann die 7. Ist das schon Quatsch? Toll. Entfernt. Was ist denn das für ein Müll? So eine Verarsche. Bricht mir die ganze Decke ein hier. So, dann müssen wir natürlich jetzt wieder ein bisschen hoch. Da brauchen wir nicht die Holzdecke, sondern die Holzdach. Holzdach oder Holzdecke? Was hat man denn jetzt gerade gebaut? Was war das? Du machst immer Decken, Kinder. Oder was du brauchst. Du machst immer Decken, ja? Ja. Gut, dann bauen wir jetzt mal die Decke. Wozu auch immer das Holzdach da sein soll. War das, ist das der Holzdach nicht die Schräge? Oh, hat ja funktioniert hier. Passt ja. So, dann die Holztüre. Ich finde die eigentlich am edelsten von allen Türen. Weil die so schön beplankt ist mit Metall. So, mal gucken, ob das Ding hier noch reinpasst. Passt nur rein, sauber. Perfekt. So, dann wollen wir mal ein bisschen Strom herstellen. Damit wir dann auch hier irgendwann mal die ganze Dinger hinstellen können. Was haben wir jetzt hier noch drin? Und hier würde ich dann gerne irgendwann mal den Kühlschrank hinstellen. Den Elektro-Kühlschrank. Abreißen. So. Elektro-Kühlschrank kann ich hier bauen. Da brauchen wir. Was brauchen wir da? Kochen. Nein, kochen nicht. Industrie ist es auch nicht. Elektrisch, genau. Oh, 120 Metallbarren. Okay, das habe ich jetzt noch nicht. Was brauchen wir für die Klimaanlage? 80. Naja, gut. Wir wollen auch mal ein bisschen mehr Licht haben. Das heißt, wir bauen uns mal eine Lampe, würde ich mal sagen. Genau, eine Lampe könnten wir bauen. Und die Lampe würde ich ja gerne irgendwie ziemlich zentral bauen wollen. Oh, allerdings weiß ich jetzt nicht. Jetzt müssen wir natürlich erstmal den Generator einbauen. Denn so, machen wir die Tür mal wieder zu hier. Stromkanäle kann ich ja nicht gesetzt werden. Aber das ist natürlich jetzt doof. So. Jetzt komme ich nicht mehr raus aus der Türe. Ah, nein, der Generator ist zu groß. Verflixt. Verflixt. Das ist ja doof. Muss ich die ganze Scheiße abreißen hier. Oh, jetzt komme ich raus. Das heißt, wir müssen das oben offen lassen, damit wir wenigstens wieder rauskommen hier. Sieht zwar ein bisschen scheiße aus, aber ist ja egal. Auf jeden Fall ist der Generator schon mal da. Oh, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Kabelgewirr. Hoppala. Dann gucken wir mal, was wir hier bauen können an Elektrostruktur. Elektrisch. Da brauchen wir da Metallbahn. Natürlich nicht der Metallbahn, haben wir jetzt natürlich wieder nicht hier drin. Das haben wir jetzt wieder nur hier. So, das können wir mal ausmachen, bevor das ganze Holz wegbrennt. Da auch.
So. Inventar öffnen. Das Zeug hier rein. Verschiedenes. Nein, wo war es jetzt? Verflixt. Struktur. Genau. Elektrisch. So, wir brauchen eigentlich mal eine Lampe. So, wir brauchen jetzt mal eine Lampe. Und dann wollen wir ein. Was sind das hier von Kabel? Gerades Kabel. Ein Kreuz. Steckdosen brauchen wir auch. Ganz wichtig. Hoppala. Habe ich den Draht heute ausgemacht, warum ist. Struktur. Eine Steckdose ist ganz wichtig, weil sonst können wir nämlich nichts anbauen. So, was habe ich denn jetzt gebaut alles? Okay, zwei gerade, da reicht auch noch das hier. So, das muss erstmal reichen. Der Strahler hier ist eigentlich auch geil, weil der strahlt wirklich alles an. Ist schon cool. Aber wir bauen uns solche Sachen hier. Einen Strahler kann man so rausnehmen bauen. So. Und dann gucken wir mal, ob wir hier alles hinbekommen, wie wir das so uns vorstellen. So. Bin ich ja mal gespannt. Hallo. Skipper! Na? Hallo. Lange nicht gesehen, nicht gehört, nicht gerochen. Nee, ja, gut. Lassen wir das, ne? Genau. So, mal gucken, ob wir hier. Ah, das ist ja cool. Natürlich gleich mal hier verbunden. Bitte arg. Jupp. Immer noch auf deinem Server. Ja. Mhm. Das ist ja scheiße. Und wenn ich das jetzt da hinbaue, guckt es natürlich auf der anderen Seite raus. Das ist natürlich auch wieder typisch Kacke. Und dann müssen wir auf die andere Seite hier. So, wo wollen wir das am besten jetzt hin hier? Machen wir Platz. Die anderen auch noch oder bist du nur noch der Einzige? Nö, bauen alle noch. Achso. Nur bin ich gerade der Einzige, der auf dem Server ist, ja. So, das heißt, wir bauen jetzt hier Strom an. So. Allerdings bin ich und Ellen umgezogen und du willst, kannst du ja gerne mitmachen. Ich bräuchte hier oben noch einen dritten Mann. Wenn du sagst, hier oben bist du seit in die Berge gezogen. Nicht ganz. Insel. So. Wieso könnt ihr da noch einen dritten Mann gebrauchen? Für Holz sammeln. Nein, wir wollen ja natürlich. Wir haben hier so viel Platz, wir brauchen hier noch ein drittes Gebäude, wo du bauen kannst. Auch noch einen, der ein paar Sachen mitlernt. Weil einfach zu viel ist. Oh mein Gott. So, was wollte ich unbedingt haben? Fünf mal Dino. Achso, ja, genau, Mods habe ich installiert, genau. Mhm. 250 MB. Musst du es extra runterladen, ja? Connection Timeout. Also du musst es jetzt auch runterladen, ja? Ja, wenn ich den Server beitreten will, dann steht Downloading Mod. Achso, okay. Hängt gerade bei 50%. Ja, ich finde die Mod ganz cool. So, ich bin immer noch an Electric Mode. Ah, mal gucken, wie ich das hier am besten baue. Hier brauchen wir jetzt eine Steckdose. Am besten bauen wir die dahin. Dann die Lampe. Die Lampen sind voll hell. Ich habe ja bei uns da in dem Haus habe ich ja auch eine hingestellt, die ist ja extrem hell. Die bauen wir direkt dahin. So. Connection Timeout. Joining failed, Connection Timeout. Ich weiß gar nicht, ob du das nicht direkt runterladen musst, erst wenn du in den Workshop drin gehst und da die Mods raussuchen musst. Also ob ich das eben als Timbach gehabt. So. Weil du musst die Lobby erst auf dich rufen, dein eigenes Game rufziehen und dann kannst du das erst downloaden wirklich. So, hier wollen wir auch eine Laterne hinbauen. Wir brauchen noch gerade strukturierte Elektrokabel und noch hier sonst
Ja, die Lampen sind schon hell. Das ist auch Sinn der Sache, ne? Mhm. Finde ich schon cool. Wie gesagt, du kannst gerne hier oben mitmachen, ja. Genauso wie die Leute, die jetzt hier gerade mithören und hier fleißig mit mir da mitbauen. Ach, ihr könnt Stream. Ja, ich kann auch gerne bei uns mitspielen, indem sie dann einfach mal mich anschreiben. Wenn ich jetzt hier mal... Das ist natürlich jetzt doof hier gerade. Naja, wie gesagt, ihr könnt gerne mitspielen, wenn ihr möchtet. Na, das heißt, schreibt mir einfach an im oder auf YouTube oder auf Facebook oder wherever ihr gerade rumkrebst. Und wenn ihr dann natürlich da mitmachen wollt, könnt ihr mich wie gesagt anschreiben. Und natürlich dann auch mitmachen und auch mit Let's Playen, wie ihr das gerade lustig habt. Oder ihr selber Let's Playen, dann könnt ihr das auch selber machen auf unserem Server. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr mitmachen wollt, würdet, wollen, würdet, wie auch immer. Ja. Wir sind für alles offen. So. Irgendwie leuchten die jetzt oder leuchten die jetzt nicht? Strom ist auf jeden Fall da. Eingeschalten. Ah, jetzt sind sie eingeschaltet. Ach, welcher Mod ist denn das mit dem Stargate? Ist das das normale Stargate oder das? Ja, das ist normale Stargate. So, auf jeden Fall kann ich jetzt die Scheiße hier ausmachen. Die brauchen wir jetzt hier unten schon mal nicht mehr. Die müssen wir fallen lassen. Die können wir jetzt abreißen. So. Das hier auch. Die Frage ist, strahlen die Strahler so weit, dass die auch oben durchstrahlen? Eigentlich schon, oder? So, hier ist noch Holz drin. Nehmen wir mal einen Tipp, die ist alle weg, ja. Inventar öffnen. Ich kann das nicht so. Abreißen. So, jetzt muss ich mal rausgucken, weil ich habe ja da hier ein Kreuz jetzt hingebaut. Ja, da habe ich ein Kreuz hingebaut. So. Hoppala. Achso, wie bei der Stargate kannst du ja ganzen Dinos mitnehmen, ne? Genau. Darum habe ich das ja eigentlich auch eigentlich installiert auf dem Server, weil es einfach cool ist, du kannst dann hingehen, irgendwo weit oben in den Bergen mal kurz eine Plattform hinbauen, weißt du? Mhm. Dann brauchst du nicht immer wieder hin und her fliegen. Darum habe ich mir gedacht, naja, installierst du die Mod, hat eigentlich schon gute Vorteile. So, sollen wir das da reinnehmen? Leg nicht nochmal ein Stück Dose hier. So, Inventar öffnen. Also, ich habe die Dinge die ganze Zeit laufen lassen hier. Muss ich auch herstellen. Ich hab das Ding hier. Ausschalten. Die Steckdose nicht vergessen. Oh, was ist denn? Leck! So. Na, da kann ich nachher eigentlich mal wieder eine Decke hinbauen, weil rein theoretisch brauche ich ja da gar nicht mehr rein. So, hier wollen wir noch einen Strahler hinbauen. Und schon eine Titanosaurus gesehen? Nein, leider nicht. Und das Problem ist, glaube ich, das, weil... Scheiße, hier kommt, wo kommt denn der Strahler jetzt? Ah, richtig, okay. Weil das Biom hier noch nicht eingepflegt worden ist im The Center Map, die neue Biom. Ach so. Dementsprechend habe ich. Das wird irgendwann nachgepatcht. Wann genau, aha, kann ich aber nicht sagen. Ich habe es bis jetzt noch nicht gefunden. Achso, in der ersten Map gibt es die aber schon, ne? Genau, da haben wir auch schon mal nachgeschaut. Habt ihr das da schon mal gesehen? Da haben wir schon nachgeschaut, wie gesagt, wir können ja den Server hin und her wechseln von Island auf Center Map. Achso. Mhm, ohne dass du dann den Level verlierst. Aber halt das Gebäude ist natürlich weg. Das nee. Gebäude natürlich, ja. Ja, also, naja, das auf der Island, ja. Weil, also nicht das, was wir jetzt gebaut haben, das ist natürlich da, aber das, was, du musst ja komplett von Null anfangen, bis auf deine Level, die behältst du ja.
Der Schuppen ist zwar schön und gut. So. Jetzt brauche ich die ganzen Fackeln hier nicht mehr. Ja, wir haben uns gedacht, wir sind, ziehen um. Weil wir haben zwar, du kannst auch natürlich deine Viecher mit hochbringen. Du musst halt nur Bescheid sagen. Ich meine, Hund spielt momentan auch nicht so sehr oft. Ja, gar nicht eigentlich, oder? Eigentlich gar nicht momentan, ne. Oh. Da habe ich nicht aufgepasst beim Bauen. Sehe ich gerade. Naja, egal. Ja, ich habe Pimp My Dino habe ich eingebaut, weil da kannst du spezielle Rüstungsskins für deine Dinos machen. Okay. Und dann halt wie gesagt die Stargate Mod. Ja. Das muss man auch craften. Das Darkwerk, ja, das musst du craften, und zwar brauchst du mehr Sachen dazu. Du brauchst... Ist das Stargate hier in den normalen Dingen drin? In den Engrams, was du lernst? Das ist, also Stargate ist kostenlos, das kostet dich keine Punkte. Okay. Du gehst auf Ingrams ganz nach unten. Ah, dann hast du hier Ancient Beach, also ab Ancient Beach, Bench oder wie das auch heißt, fängt jetzt an Bench. Und dann musst du die ganzen Sachen ja lernen. Achso. Die Rüstung, wie du siehst, die sind alle mit 10 Punkte, da brauchst du. Was ist das letzte, das allerletzte? Das weiß ich auch noch nicht, das habe ich auch noch nicht gesehen. Ich denke mal, das wird auch. Level 1,3 Billionen. Ja, keine Ahnung, was das ist. Ach hier, Armor Spinos sein ist das bestimmt, ne? Genau. Kannst du dir dann natürlich, wenn du sagst, ich hab hier ein Spinner, dann lernst du halt die Rüstung für dein Spinner. Aha. Ja, achso, soll ich dich dann abholen, dass du mal weißt, wo wir sind? Auf der fliegenden Insel seid ihr, ne? Auf der fliegenden Insel, wenn du von deiner Sicht zur fliegenden Insel fliegst, immer geradeaus und ganz oben. Also müsstest du eigentlich sehen, du siehst dann irgendwann, wenn du ganz oben bist, eine riesengroße Mauer schon drumherum. Die habe ich schon angefangen zu bauen. Das heißt, du kannst dir gerne einen Platz hier suchen und bauen. Ach, wenn man die Pflanzen nicht mehr düngt, dann gehen die wieder zurück? Ja, die verwelken, glaube ich, auch noch mal Zeit. Ach so. Hier oben hast du alles. Du hast hier oben Holz, Unmengen an Holz. Du kannst wirklich, wie gesagt, instant ein Haus hochziehen innerhalb von einer Stunde. So groß, wie du es haben möchtest. Dann hast du hier Unmengen an Metall. Echt? Unmengen an Kristall und Holz. Echt? Kristall gibt's auch, okay. Ja. Cool. Allerdings gibt es hier auch ziemlich viele Alphas. Ja, okay. Deswegen auch die Mauer drumherum. Dann haben wir innen drin, haben wir jetzt einen Spinner schon mal platziert zum Deffen, ja, falls, weil innen drin, dadurch, dass wir nicht so viel Gebäude haben, spawnen da auch noch irgendwelche Viecher. Dann habt ihr irgendwas mit einer Damage-Anzeige reingebracht, weil ich greife gerade hier einen Bronto an und ich sehe da immer Zahlen. Ja, ich weiß nicht, entweder wurde das jetzt nachgepatcht oder ich habe außerdem jetzt irgendwas eingetragen in dem Server, dass es das angezeigt wird, das weiß ich aber nicht. Hab mich das auch schon gewundert, aber ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Verbuggt. So. Was ist denn, ich wollte mal gucken, was brauche ich denn eigentlich für ein Doppelbett? Brauche ich denn hier Doppelbetter? Doppelbetten. Besatz. Doppelbetten sind hier nicht. Wo sind denn die Doppelbetten? Die hier drinnen? Struktur, Kochen, Herstellen, Betten hier. Polymer, Pelz, Metall. Was für ein Bett? 23 Metall? Alter, Schalter, haben die einen Vogel? Ja, ist ja dieses... Das Gestell, ne? Das Doppelbett. Na genau. Da ist die Abklingzeit niedriger von den Respawns, die du dann nutzen kannst, und du kannst da... Statt ein Bett hast du dann zwei aufeinander.
Na, wenn du da drei solche Dinger hinbaust, hast du 6 Respawn-Punkte. Ja gut, ob du nun einer hast oder drei, ist auch egal eigentlich, oder? So. Was ist dann eigentlich Rille? Pronto einmal schön unser Gewächshaus zerstört. Yay. Geil. Komplett jetzt zerstört. Vielen Dank. Dann. Ja, ich zieh um. Egal, ich zieh um. Mein Gewächshaus ist kaputt, ich zieh um. So. Das ist eigentlich schade, ne? Du brauchst hier die Wand zu, ja, hinter dem Generator. Und du hörst ihn trotzdem noch. Aber naja, sieht trotzdem cool aus. So sieht man den Generator zumindest nicht. Bin ja mal gespannt, wenn es hell wird. Wenn es dunkel wird. Nick, hätte ich hier Kreuzchen bauen sollen. Okay. Ja, wahrscheinlich besser gewesen. So, dann bauen wir hier noch ein Kreuzchen. Einschalten, weil ich würde wahrscheinlich kein Metall mehr haben. Na, bringt eh nichts. Kein Metall mehr, dass wir Metall sammeln. Hast du noch Metall in deinem Ofen? Dann bring das mal mit. Ich denke, du hast da so viel. Nee, das ganze Metall ging für einen Hochofen hin, der 2500 Metall gebraucht hat. Ach so. Der steht aber einfach bei unten beim Jackie rum, der Metallofen. Da habe ich mir jetzt auch vor, dann hier noch... Ach so, ist ja hier einer von diesen neuen Ofen. Genau, Hochofen. Hm. Und der andere Hochofen, den will ich hier oben hin bauen. Da habe ich schon extra einen Raum erstellt. Muss nur noch füllen, das Ding. Das ist schon geil, 20 Metall pro halbe Minute oder so. Und das mit Gas allein, ne? Ja, genau. Ist schon geil. Was ein Bronto Level 68, der braucht schon ein bisschen, wenn du 64 Damage hier nur machst. Achso, machst du mit dem Vogel gerade was? Ja, mit dem Großen eigentlich, aber... Ja, der macht nicht viel. Ja, der hat eigentlich mal mehr gemacht. Weiß ich gar nicht, wie viel der gemacht hat. Ich habe ja den Damage nie gesehen. Ja, ihr habt da eure Testpuppe da. Ach so, ja, die haben wir aber nicht mehr. Ich glaube, die haben auch von vielen die Damage wieder runtergeschraubt. Glaube ich. Oh, endlich. So. Ja, so baut man auf jeden Fall auch Elektrik. Ich sag an dieser Stelle Dankeschön, dass ihr wieder dabei gewesen seid und dann heißt bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ark mit Ellen und Skipper und mir, Zeberster. Und dann auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, euer Zeberster. Ciao, ciao.